Ich hab Bock auf den Scheiß. Ich muss schlafen. Oh, ich hab echt ein schlimmes Albtraum, ey. What the fuck? Hab ich keinen Bock mehr, ich hab so Hunger, ey. Alles ist ein Scheiß heute. Weiß ich nicht. Frau gestorben. Das Kind gestorben. Alles ist ein Scheiß. Jetzt sitze ich hier alleine. Mit meinem Brezel, mit meinem Kaffee. Ich hab jetzt Hunger. Aber ich bin immer doch traurig. Nee. Oh, Papa. Sitze ich jetzt hier. Ganz einsam. Ganz einsam. Oh, ich muss das Paket weitergeben. Oh, Paket. Pakete, oh mein Job, ich liebe ihn. Oh, hallo. Hallo, oh, hier, guten Sie Tag. Haben ein Kackpäckchen, so. Oh. Oh, danke. Und hier ein Formular, oh. Oh, danke. Unterschreiben Sie mit Ihrem Kackstift. Ja, oh. Hier, fertig, ciao. Oh. So, Briefe vom indischen Prinz, der wieder Geld braucht. Ach, das kriegt er. Aha, ein Stein für einen Nachbar. Bring ich dem das doch mal. Hau mir nach. Oh, es gefällt mir. Hallo, Kuh. Ah, den auch einen schönen Tag. Ach, guten Tag. Hallo. Der Postbote hat mir diesen Brief hier gegeben. Ja, danke erstmal, ne? Ja. Das ist voll lieb von dir, ey. Oh, ich kann aber nicht lesen, gerne. Kannst du mal vorlesen? Ach, das mach ich doch. Ja, das mach ich gerne, Dekaschieren. Guten Tag, meine lieben Großvater. Hier ist dein Großenkel Rüdiger. Ich komme diese Woche Ende zu dir, nach Hause, weil meine Eltern mich nicht lieben und ich dich besuchen will.
liebe Grüße, Rüdiger. Gerne, danke, dass du vorgelesen hast. Bitte sehr. Tschüss. Ja, tschüss. Die waren voll nett. Urgroßenkel? Oh ja, der ist da hinten in dem Haus. Oh, danke. Ach, ignorieren Sie den Mann bei der Kuh. Schicken Sie mir Fußbilder. Auf Wiedersehen. Ah, oh, doch, es gefällt mir. Tschüss. Wer bist du denn? Hallo, ich bin der Froschkönig und ich habe 50 Millionen Energie in Rise of Kingdom. Bis später. Oh, Stein. Ach, Onkel Rudolf, wie geht's dir denn? Ach doch. Oh, oh, wer sind Sie? Ich bin's, Rüdiger, mein Enkel. Aha, was beweist, dass du ein Enkel bist? Ich bin hier wegen der Beerdigung morgen. Ah ja, der Enkelbeerdigung. Ja, ja. Ja, komm mal rein, du. Komm, lass uns hinsetzen gehen. Oh, hört sich gut an. Wie geht's dir denn so? Oh, dies und das, hier und da, bist traurig und einsam. Verstehe ich, dass du traurig bist. Das ist aber ein sehr großes und schönes Haus, ne? Ja, das ist zu groß für mich, ganz allein. Ja, das ist wirklich sehr groß, das verstehe ich. Ich hab mir letztens eine Immobilie gekauft. Ja, das können wir auch später machen, wenn wir Kuchen haben. Okay. Ach. Den nächsten Kuchen. Ja, da ist Kuchen. Danke. Und Kaffee. Zurück zum Thema. Ich habe mir ein Grundstück gekauft. Dort können wir ein Haus bauen und drauf leben. Und ich wollte dich auch fragen, ob du mit mir da hinziehen willst, weil dieses Haus wird langsam sehr groß für dich. Das schaffst du nicht mehr alleine. Hört sich gut an. Ja, das Grundstück ist weit, weit, weit weg. So weit, dass du es gar nicht vorstellen kannst. Ja, wir sollten aber auch langsam ins Bett gehen. Aber ich habe noch eine Frage an dich. Ja. Erinnerst du dich noch eigentlich an mich? Ne, das war so lange her. Ja, als ich 2 Monate alt war, hast du mich das letzte Mal gesehen. Und da warst du auch noch jung. Ja. Was hast du denn damals so gemacht alles? Du, das kann man so erzählen. Ich war ein Disco, wunderschön Disco, Alter. Echt? Da haben auch ein paar Leute gesungen, ja. Okay. Oh, jetzt wollt ihr aussingen. Schaffst du? Schaffst du? Eins, eins, gut, gut, gut. Meine Zuhörer. Oh,
Kuno, komm mit Brot am Kuno. Warum nuschelst du so? Ja, lauter. Kuno, get it away from another guy. I just wanna tell you all the feelings. But they make you understand. Never gonna give you, never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around you and I. Dieses Lied ist für den Jungs, für die Jungs auf meiner Straße. Oh nein. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. It's not, cause I haven't blessed and loved in so long that even my mom thinks that my mind is gone. Cause I never cost a man that didn't deserve it. I've been treated like a punk, you know, that's unheard of. You better watch out you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying and talk. I really hate the trip, but I gotta look. I said, Kirk is myself in a piss of smoke pool. I've been kinda cheated, all the homies wanna be a... Scheiße. I'm spending most of lives on a, living on the gangster's paradise. Voll das traurige Lied. Welcome to your life. There's no turning back. Even while we sleep, we will find you acting on your best behavior. Turn your back on Mother Nature. Everybody wants to rule the world. Schön. Oh, was bei eurer Hochzeit? Nee, ich war noch auf keiner Hochzeit. Oh. Ich war noch auf keiner Hochzeit. Warum? Tja. War so romantisch und so, naja. Echt? Ja. Sehen wir da gibt's mal Kuchen und Hochzeit und ganz viele Leute. Leute, okay. Oh ja. Okay. Allahu Akbar. Ich bin so klein. André, du schaffst das? Halt's Maul. Fast da, wir kennen so. Hallo. Wir rücken ihn da oben her, bitte. André. Was? Ich möchte einfach nur sterben. Der Standesbeamte sollte aber hinter dem Pult stehen, ne? Ich bin hinter dem Pult. Also, wir haben uns heute hier versammelt, um die zwei Menschen der ehelichen Ehegemeinde zuzuführen. Schön, dass ihr alle da seid. An der Stelle kriege ich immer Applaus in Las Vegas, aber später. Sehr schön. Es sind nicht viele gekommen, aber das liegt daran, weil André nicht so viele Freunde hat, so wie er immer vorgibt. Von deiner Seite sind viele da, weil du ja viele Freunde hast,
die allerdings noch draußen warten, außerhalb der Map. Ja, bin nur zwei und nicht reinkommen. Und ein Opa. Wir wollten uns heute hier anhören, wie sich die zwei das Ja-Wort sagen. Und wir sind ganz gespannt, ob es denn länger als 14 Tage hält. Die meisten Beziehungen halten ja einen Monat. Keine Ahnung, das ist keine warum. Beziehung. Das sind 20 Jahre. Die Scheiße war teuer. Mit 3000 bezahlt, dass du die Rede hältst. Aber wir haben schon festgestellt, dass André so viel Schiss hat vor der Hochzeit, dass er erstmal peu à peu flöten ging. Ich glaube hier oben. Also, dann fragt mir mal folgende Frage und jetzt ist Ruhe da hinten. Ich rede. Hinsetzen, anschnallen, Schnauze halten, Schlüpfer aus. Hinsetzen. Ich sitze. Ich fliege. Möchtest du, lieber André, die hier Anwesende, Lisa, zu deiner jetzigen Gattin nehmen, sie lieben, ehren und ihr Treue schwören, bis dass der Tod euch, nee, bis er euch reckrum scheidet, so antworte mit Ja. Möchtest du, Lisa, diesen hier anwesenden André zu deinen rechtmäßigen, ehrhaften Ehemann haben, ihn lieben, ehren oder ihn immer zum Kochen verpflichten, einkaufen und Kopfstand machen, wenn er nach Hause kommt, dann ist er so antwort damit ja. Dann erkläre ich euch standesamtlich, hier in Rekrum. Ab dem heutigen Datum, ich habe das Datum schon wieder vergessen, 19.02.2023 um 19.13 Uhr hiermit zu Mann und Frau. Ihr dürft alle die Braut jetzt küssen. So, und jetzt dürft ihr euch küssen. Wir sollten aber langsam echt ins Bett gehen. Ja. Ach stimmt. Morgen ist ja die Beerdigung. Deshalb müssten wir früher aufstehen dann. Ja. Let's go. Komm. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Träum was Schönes. Oh, klasse heiß. Ich hab noch mal eine Frage an dich. Hast du hier irgendwie einen Wecker? Und es schläft schon.